Einen wunderschönen guten Tag zu diesem kleinen Update. Entschuldigung, wenn ich hier ein bisschen wie ein kleiner Huso spreche. Ich war nämlich gerade nochmal beim Zahnarzt und der hat geilen Scheiß in mich reingespritzt. Und der schmeckt nicht so lecker und ich bin hier ein bisschen betäubt. Auf jeden Fall, ihr habt es ja schon im Titel gelesen. Remigaya hat das Video gestrikt, in dem ich einen kleinen Fake-Check gemacht habe. Hier ist er, der Kollege. Wenn ihr mich fragt, oh, ich darf das nicht zeigen, nicht, dass es gleich wieder gestrikt wird. Wenn ihr mich fragt, beweist das so ein bisschen, dass ich recht hatte, dass es fake ist. Und ich finde es ein bisschen schade. Also wahrscheinlich war er das nicht persönlich, sondern irgendwie sein Netzwerk oder so. Ich glaube Base 37 oder so. Aber ja, das ist schon irgendwie nicht so geil. Zumal, ich weiß nicht, wer das von euch mitbekommen hat, in den letzten Monaten hat er sich so ein bisschen aufgeregt, dass die Medien über ihn berichten, dass er Pranks irgendwie nachmacht von anderen. Und ja... Jetzt greift er selbst zu solchen Mitteln. Ich finde es ein bisschen komisch. Also er hat hier jetzt auf Facebook auch nochmal die kurze Version. Ich halte das kurz. Ah Gott, nein! Sorry, nächster Strike. Ja, also wir haben einen Strike auf dem Kanal. Bei 3 Strikes ist der Kanal dicht. Ja, so. Also ein Strike auf dem Kanal. Bei 3 Strikes ist der Kanal dicht. Ich finde das nicht so geil. Er hat jetzt hier geschrieben, die lange Version wird demnächst auf DVD erscheinen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Hier ist auch nochmal nur die kurze Version zu sehen, wo man nicht so ganz klar erkennt, dass es wahrscheinlich fake ist. Aber nun ja, ich finde es auf jeden Fall super schade. Ich gucke jetzt mal, ob ich irgendwie gegen diesen Strike angehen kann, weil eigentlich habe ich ja mein eigenes Werk draus gemacht. YouTube, amerikanische Webseite, amerikanisches Recht, Zitatrecht, wenn man Videos irgendwie verwendet und aber irgendwie seinen eigenen Senf dazu gibt und sie nicht einfach re-uploadet. Sollte das okay sein, deswegen versuche ich das jetzt mal. Nur das kleine Update. Und das Original Fake-Check-Ding wird auf DTube nochmal veröffentlicht. Da könnt ihr unten in der Beschreibung gucken, falls ihr das verpasst habt. Ich lade es halt auf einer anderen Plattform nochmal hoch, DTube, und da könnt ihr das schauen. Auf jeden Fall eine spannende Sache, mal gucken, wie die ganze Sache weitergeht. Ich finde es super traurig. Ich habe da auch mal auf meinem alten Kanal so ein Video zu gemacht, dass ich eigentlich finde, Internet sollte so Creative Commons sein. Wenn ihr das nicht wisst, unsere Videos sind ja alle Creative Commons, das heißt, ihr dürft die gerne wiederverwenden, hochladen, bearbeiten, macht damit, was ihr wollt, solange ihr uns als Original-Uploader erwähnt, ist das okay. Da dürft ihr mit den Videos machen, was ihr wollt. Und ich finde, so sollte Internet funktionieren. Aber hier scheint es halt wirklich eine Maßnahme zu sein, um irgendwie etwas zu vertuschen oder keine Ahnung, um es irgendwie im Zaum zu halten. Naja, mal sehen, wie das weitergeht. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Video morgen.